Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Hier könnt ihr mein Pampasgras sehen. So sehen wahrscheinlich eure Pflanzen auch aus. Und jetzt fragt ihr euch, ob das Gras kaputt ist, ob die Pflanze abgestorben ist. Die Antwort und Erklärung und was ihr mit der Pflanze machen müsst, gebe ich euch jetzt. Ja, vorweg, das ist kein Drama, wenn die Pflanze so im Winter und auch nach dem Winter so aussieht. Selbst noch eine lange Zeit nach dem Winter wird sie wahrscheinlich so aussehen, denn Pampasgras gehört zu den sogenannten Warmsaisongräsern. Das heißt, die treiben erst sehr spät aus. Manchmal kann das im Mai der Fall sein, dass die dann erst grün wird. Und ja, so lange sieht sie eben aus, wie sie jetzt aussieht. Die Pflanze ist nicht tot, die ist sehr, sehr robust. Den Fehler, den man bei Pampasgras nicht machen sollte, man sollte sie nicht zu spät im Herbst pflanzen, weil dann die Wurzeln nicht mehr richtig setzen können und dann kann sie im Winter kaputt gehen. Wenn ihr das aber nicht gemacht habt, dann ist sie wirklich sehr, sehr robust. Ja, was macht man jetzt im Frühjahr, kurz bevor sie austreibt? Ja, wenn die Temperaturen wärmer werden, wahrscheinlich so Ende April, Mitte April rum, dann könnt ihr hier die vertrockneten Spitzen entfernen und die Pflanze so ein bisschen unterstützen eben, damit sie dann austreibt. Jetzt im Winter würde ich das dran lassen, auf jeden Fall nochmal zusätzlich als Frostschutz. Ja, das war's zu der Pflanze. Mehr wollte ich euch dazu nicht erzählen. Wenn das informativ war, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.